Und dann schmelzen wir uns mal unser Eisen, das wir hier gefunden haben in der Höhle. Legen wir uns hier mal die Pfeile rein und was legen wir noch rein? Den Sandstein und den Sand und den Kies und die Knochen, die brauchen wir dort unten nicht. Das Inventar, das ordnen wir auch gleich anders an. Zunächst einmal holen wir hier die Eisenbarren und bauen uns ein Schwert. Das möchte ich jetzt gerne mit Eisen machen, weil wir davon jetzt ruhig ein wenig opfern können. Eisen wieder weg. Ordnen wir das Inventar mal ein klein wenig anders an. Ja, wir brauchen nicht alles hier unten. Das reicht mal vorläufig. Oh, Quatsch. Mitholen wollen wir es schon. Holen wir noch einen Zigeunerschnitzel mit. Das kochen wir uns am besten noch, wenn das Eisen gleich fertig ist. Mal gucken, was wir an Leder haben. Gar nichts. Habe ich alles verloren beim Draufgehen oder was? Ja. Das ist scheiße. Aber okay. Wir könnten noch eine Suppenschüssel bauen. Wo war die? Wo war die Schüssel? Hier. Richtig. Und dann holen wir uns hier mal einen Pilz. Da einen Pilz und kochen uns eine Pilzsuppe. Das ist supi, weil das gibt auch gut Lebenspunkte. So, Eisenbarren. Schnitzel brennen. Eisen wieder weg. Okay, dann machen wir jetzt die Pilzsuppe auch hier unten rein, mal zur Sicherheit. Jetzt haben wir keine Fackeln, aber gut, die Leitern. Okay. Glas wollen wir auch nicht mitnehmen. Nehmen wir die Fackeln wieder mit. So, da haben wir unser Zigeunerschnitzel. Und dann gehen wir wieder runter in den Keller. Komm, geh schon. So. Und da klettern wir hinab in die finstere Höhle. Packen uns direkt mal wieder ein bisschen Eisen weg hier. Jetzt kommen wir nicht mehr hoch. Machen wir das hier. Kommen wir hier hoch. Wunderbar. Hier. Da war eine Leiter. Okay. Die haben wir wieder. Und jetzt, während ich hier fröhlich Kohle und Eisen abhacke, kann ich euch noch darauf hinweisen, mittlerweile sind zwei Let's Shows oben. In denen könnt ihr sehen, mein Sandgenerator oder auch Sandfabrik, wie ihr das nennen wollt. Die Schickeria, das ist eine Hühnerfarm. Ein schönes Haus im Nefer. Also bei Interesse einfach mal reinschauen. Ich will euch da jetzt gar nicht so viel sagen. Was das seht, das seht ihr ja dann, wenn ihr das Video schaut, wenn ihr darauf Bock habt. Ja, und wir hacken weiter fröhlich Kohle. Kann man immer gebrauchen. Momentan werden wir auch von den Skeletten und dem komischen Zeug hier in Ruhe gelassen. Finde ich toll. Auch einmal wieder Licht, dass wir da auch nicht böse überrascht werden. Aber das hier ist ja schon mal schön. Ja, viel Kohle, viel Eisen. Das ist super. So wollen wir das haben. So stelle ich mir eine Höhle vor. Dann machen wir da auch noch Licht. Und ihr seht schon, es ist recht dunkel hier unten. Und es geht noch tiefer hinab. Das ist toll. Ja schon, da haben wir ja direkt unter unserem Haus eine wunderbare Höhle, die wir hier ausheben können. Das gefällt mir aber wirklich super gut. Bin mal gespannt, ob die irgendwo endet oder ob sie wirklich tief hinabführt noch. Wenn nicht, lassen wir sie tief hinabführen, indem wir hier uns einfach dann nach unten schlagen, nach unten hacken. Weiter nach Eisen suchen. Da haben wir schon ein bisschen Eisen, 9 Eisen jetzt wieder gefunden. Das kommt noch zu dem, das wir sowieso schon gefunden haben. Das ist doch toll. So, wo war da noch Kohle? Da war doch, da oben.
Kohle kann man auch nie genug bekommen, wie ihr mittlerweile sicher schon wisst. Das eignet sich ja nicht nur zu Fackeln, man kann ja auch Glas brennen und diese Pflastersteine zu Steinen brennen. Welche dann schöner aussehen, wenn man damit ein Haus bauen will. Oder sonstige Konstruktionen. Und deswegen sammeln wir die Kohle hier. Und da. Und überall. Und sowieso. Also springen wir jetzt mal wieder hier hoch. War da auch noch was? Nein, hier war die Sackgasse. Da ist Geröll oder Kies. Das ist auch nicht schlecht, wenn man Flintstones braucht. Und dann gehen wir mal hier weiter runter. Da stoßen wir uns vor in die Dunkelheit der Höhle, verängstigte Höhle, wir sind verängstigt, denn wir wissen nicht, was uns erwartet. Ein Kellerkind, ein Mobspawner, Gold, Diamanten, Lava, alles ist möglich. Und wir dürfen gespannt sein. Aber zunächst hacken wir wieder mal Eisen. Ja, das ist sowieso hier. Ich bin auch gerade schon noch mal am Überlegen, ob ich das Eisen nicht mittlerweile wieder in Sicherheit bringen sollte. Ja, hier ist eine Sackgasse, komm, da machen wir das auch gerade. Beziehungsweise, was heißt in Sicherheit bringen, wir können es da oben gerade schmelzen. Wenn ich den Weg hoch wieder finde. Hier waren wir. Hier kommen wir schön hoch, gehoppelt. Wie ein Osterhase an Weihnachten. Und dann gehen wir wieder hoch. Gehen wir hier wieder hin. Und hier die grünste Aussicht ever. Dann machen wir hier mal die Kohle rein, anstatt die Holzkohle. Und was wollten wir? Oh, 22 Eisen schon. Das ist doch toll. Das hat sich ja schon richtig gelohnt. Und hier haben wir auch Kohle. Also Kohle haben wir auch schon ein bisschen was. Dann haben wir nachher 40 Eisenbarren. Kann man sich auch nicht beschweren. Steine haben wir auch. Pflastersteine. Gucken wir mal kurz hier aus. Vielleicht hat ja ein Monster irgendwas gedroppt hier. Falls es verendet ist, falls hier überhaupt schon irgendwas war. Wir könnten ja auch mal eine Runde um die Mall gehen. Ah, da haben wir doch schon mal was. Das hier ist aber verbrannt. Ja, ist eine ziemlich grüne Aussicht hier. Da ist ein Schwein im Wald verendet. Da nehmen wir doch gerne so ein geschenktes Zigeunerschnitzel. Oder nicht. Also ich habe da nichts dagegen. Wenn die so dumm sind und hier in den Wald reinlaufen. Das macht ja sonst niemand. Vor allem nicht ich. Nein, ich ja nicht. Ich nicht. Nein. Ah. Das war's aber auch schon. Mehr finden wir hier nicht. Zack, zack, zack. Hier über die Brücke, die fast größer ist als unser Haus. Das ist auch immer toll. Dann legen wir das mal hier rein. Und... Ach, das war jetzt... Ah, nein. Stimmt. Hier. Pfeile. Und noch ein... Wo haben... Ach, unsere Erntehacke haben wir auch verloren. Schade. Aber hier ist wieder Weizen fertig. Das nehmen wir gerade mit. Ja. Da können wir uns auch ja schon Brot backen. In der heimischen Bäckerei. Ja, das werden wir nachher noch auch ein wenig anders machen hier. Das ist jetzt nur vorläufig, dass man da ein bisschen Weizen bekommt und so. Und ein paar Samen vielleicht.
Dann machen wir uns mal wieder auf den Weg zur Höhle, weil wir haben unser Ziel ja noch nicht erreicht. Wir haben ja noch nicht das gefunden, was wir finden wollten. Und das wäre... Das wäre das. Nein, das wäre Gold und Redstone. Die brauchen wir jetzt. Und dafür müssen wir wahrscheinlich noch tiefer hinab. Oh, in die Finsternis. Ah ja, so nicht, oder? So nicht. Wo kommst du her? Hier, ja. Wahrscheinlich, weil da nicht so viel Licht ist. So, wir können uns hier runtergraben, wir können aber auch dort hinten, da kommen wir glaube ich ein Stückchen tiefer schon, und dann hier die Grabungsarbeiten gerade weiterführen. Ja, hier schön runter. Und dann würde ich sagen, machen wir das jetzt mal auf meine alte Methode. Und zwar geht das so. Wir bauen uns jetzt Treppen hinab und nicht einfach nur runter. Weil wir dann nicht so viele Leitern brauchen und da schon wieder Eisen. Das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Eisen gefunden. In einem kleinen Bereich. Vielleicht Zigeunerschnitzel, vielleicht liegt es aber auch in dem Update. Ich weiß es nicht genau, kann es hier an dieser Stelle nicht sagen, woran es liegt. Auf jeden Fall ist es so, dass man viel findet. Hier. So, dann würde ich sagen, mache ich euch hier mal ein bisschen Licht. Das machen wir so. So ein Lichtfenster. Finde ich immer cool. Hängt die nicht so dumm an der Wand rum, das mag ich nicht so. Mittlerweile habe ich mir das angewöhnt. So, das könnte jetzt ein bisschen eintönig werden. Ich weiß nicht mehr, was wir gerade noch basteln sollten, könnten. Über der Let's Show habe ich ja schon Bescheid gesagt. Ja, es gibt auch noch andere Videos als Minecraft-Videos auf meinem Channel. Die könnt ihr auch euch angucken, wenn ihr das wollt. Wenn nicht, halt nicht. Aber vielleicht sind sie es wert, mal gesehen zu werden. Vielleicht auch nicht. Wir graben weiter und weiter und weiter. Jetzt kamen auch noch ein paar Updates mittlerweile hier für Minecraft und die beinhalteten sozusagen ein paar Bugfixes mit den Kolben vor allem. Ich glaube auch an der Levelgrenze, dass man da mit den Kolben nicht weiterarbeiten kann oder so. Aber so genau weiß ich es nicht. Mir ist noch nichts aufgefallen. Meine Sandfabrik funktioniert noch, das ist toll. Da hat sich nichts geändert und die beruht ja auch auf einem Glitch von Kolben quasi. Deswegen habe ich das zuerst mal wieder probiert, ob das noch geht. So langsam gehen uns auch die Hacken aus. Die Eisenhacke möchte ich jetzt nicht unbedingt hier verwenden. Ich hoffe, ihr habt immer genug Licht, dass ihr da auch genug seht. Hier könnte man nochmal eine reinhauen. Zack. Und es geht weiter hinab. Irgendwann dürfen wir dann auch mal ziemlich tief sein. Und vielleicht auch auf Lava stoßen. Obwohl das mir jetzt nicht so wichtig ist, die Lava an sich. Ich eher auf die Ressourcen hier ausbinden. Da unten ist Kohle. Weil Lava haben wir genug. Auf der Oberfläche sogar schon. Das ist halt super toll. Da braucht man sich da keine Gedanken machen. Da brauche ich auch nicht immer hier Kilometergeld zu verlangen, für in den Keller zu rennen und Lava zu holen. Das dürfte dann auch so gehen. Da ist diese Folge ja auch schon gleich wieder vorbei und ihr habt nichts gesehen als Kohle und Eisenhackerei. Aber darauf sind wir momentan angewiesen und deswegen muss ich das auch noch eine Zeit machen, zumindest bis ich Redstones finde. Redstones und Gold. Da brauchen wir ein bisschen was davon, weil wir wirklich eine Karte haben wollen. Also ich will eine Karte haben, ich will da nicht groß draußen rumlaufen ohne Karte. Das war wieder Blödsinn. Ja. Und abwärts.